Junge, verrückt! Alter, wohin? Jetzt ist zu sehen auf Lukas Knopf TV. Best Sender in the world. Told myself to push and never stop. I've been stressed out, watching both these hands around the clock. With my eyes wide, trying to get the panorama shot. Whole world getting blurry, too many answers getting lost. So I watch my back and keep it moving to the front. Ja, okay. Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video und zu einer weiteren Episode von der Google-Serie. Wir sind zum ersten Mal so richtig in einem Indoor-Park, weil das Wetter ist jetzt einfach schlechter. Es ist ziemlich zeitig dunkel. Draußen ist Mistwetter, es regnet, es schneit und wir sind im Thuringia Funpark, im thürischen Funpark sozusagen. Die Halle gibt es seit Ewigkeiten in Mühlhausen, hat demzufolge 4,5 Sterne auf Google und 234 Bewertungen. Heißt, ist schon echt eine ausschlagkräftige Bewertung, weil die Halle gibt es seit ewigen Jahren. Sie wurde frisch umgebaut, neue Jumpboxen, neue Spines. Hier drüben ist eine Area, die ist komplett neu. Was noch zu sagen ist, es gab vor einiger Zeit hier noch ein Foampit. Das wurde jetzt im Laufe der Umbauten abgerissen. Michi ist gerade hinter der Kamera. Weißt du, ob die das wieder bauen? Ja, das da drüben wird eins. Da, wo das Dreieck drauf ist. Das ist noch nicht da, nee. Aber da hinten wird ein Foampit gebaut. Heißt, das wird auch mit in die Bewertung einkalkuliert, sag ich mal. Da drüben ist ein Skate- und BMX-Park. Da darf man aber, glaube ich, mit dem Mountainbike nicht rein. Doch, klar, du kannst überall fahren. Und ganz hinten haben sie eine Mini-Ramp. World Wall und Mini-Rampe. Und wir machen heute hier den Test. Ich würde sagen, wir beginnen einfach. Ich fahre mal eine Runde mit der Helmkamera durch, damit ihr mal einen Überblick bekommt. Und ja, am Ende des Videos bewerten wir wieder den Skatepark. 4,5 Sterne hat sie jetzt. Und ja, vielleicht ich denke, dann 4,6. Kann sein. Und es wird witzig, weil Michi ist dabei. Ab geht's. Also, Google-Video Nummer 3 aus Mühlhausen. Ja, also wir checken mal die Line aus. Wall. Fettes Bein. Jetzt geht's hier an so eine Wall, wo man wieder Schwung holen kann. Ich gebe nochmal eine Line vor. Hier kannst du drüber gehen. Ah, jo. Nochmal nach rechts, nach links. Das ist doch geil. Also es gibt hier im ganzen Park einfach Transfers und ja, Dinge, wo man von links nach rechts springen kann. Genau ein was macht jetzt Michi. Kommt über die Spine und jetzt will er hier was machen. Jo. Einfach eine kleine Landung da, die man nutzen kann. Kein kleiner Junge. Und da. Max und ich machen Flip-Train über die Jumpbox und danach vielleicht noch irgendwas hinterher. Und dann ist Michi wieder dran. Okay. Michi hat mir gerade seine Pläne verraten, der darf dann nochmal. Synchron-Boys. Yo. Alter. Falls man es nicht gesehen hat, es war ein Flip-Bar-Spin. Junge, verrückt! Jetzt hier wird direkt zerstört! Fast gegen die Rampe gecrashed. Ja. Nochmal eine Runde hinter Michi. Das war eng. Michi und Max sind gestartet. Michi Wipp. Max Wipp. Und Stees und Michi. Alter Truck! Unbar. Yes! Das hat er mir gerade gecallt. Also, jetzt kennt ihr die Halle so ein bisschen. Ich mache jetzt mit Michi hier ein paar Manual Lines. Da kommt er. Yo! Alter! Yes! Also ihr seht, zum Spielen auch super geil. Yes! Wollte rausflippen, aber ich kam... Bisschen klein das Ding. Ja, ist Mini-Flip, aber ich würde es mal machen. Okay. Aber ich kam gerade voll schräg drauf zugefahren. Hättest du einen Sideflip gemacht. Ja. Alter, wohin? Boah! Hast du eingepackt? Boah, Junge! Alter, ich bin drauf zugefahren und dachte mir kurz so, Alter, das ist eng!
Ich dachte auch, wo willst du hinspringen? Yo! Max Kruse in the house as well. Hallo. Very nice. Weil ich gerade bei dem Flair so halb in die Bande geradelt bin, mache ich den jetzt nochmal hier an der Rampe. Fahr über die Spine und nochmal ein Flair, weil es ist noch Zeit und ich glaube bei Max ist auch Zeit. Max ist schon wieder Zeit. Max überlegt. Aber ich überlege dann auch. Ja, lass. Yes. Crash bei Max, kommt sie durch! Yes! Max hat eine Mission. Okay, ich zeige euch nochmal den Teil. Fette Quarter, Spine, Jumpbox, Anfahrt von hier. Und dann kann man nach der Spine und nach der Jumpbox wieder hinten in die andere Spine und in die andere Jumpbox münden, sage ich jetzt mal. Box, gerade zum ersten Mal, geht gut. Nochmal ein paar. Noch mal im Train. Oh nee! Ich wollte Double Bar drüber machen. Und kein Scheiß. Hab noch Zeit und hab noch einen gemacht. Ja. Fazit bis jetzt, Rampen machen übelst Spaß, man kann übelst viele Lines finden, die man verbinden kann, von da nach da springen, von da nach da, und heute ist zum Glück auch relativ wenig los, heißt man kann den Platz auch ganz gut ausnutzen und kann hier und da so Lines entdecken. Es gibt noch massig kleine Sachen, die man so machen kann, und ja, hier drüben die Jumpbox ist aber so ein bisschen mein Metier mit der Spine, da habe ich übelst Bock drauf, ein paar Tricks drüber zu machen, hier und da ein Flair, ein Flip. Da drüben ist jetzt noch, ja, wie so ein Skate, ein richtiger Skatepark, wo man grinden kann mit dem BMX, mit dem Skateboard. Da gehen wir einfach mal kurz rüber, dass ich euch das mal zeige. Habe aber schon geguckt, die Rampen sind recht klein, können wir bestimmt ein bisschen was machen. Aber ich glaube, das hier drüben ist eher so mein Fall. Aber wir gucken mal rüber, damit ihr seht, was es hier alles so gibt. Nur, dass ihr seht, wenn man jetzt von hier nochmal hier durchgeht, sind auch noch ein paar Rampen. Oh, Alter, ist so laut. Ich fahre hier einfach mal eine Mini-Runde, aber eigentlich will ich den anderen Park jetzt auch fahren und hier ist es mega dunkel, einfach nur. Man sieht gefühlt nichts. Die Kamera wird es aber wieder heller machen. Ui. Ja, aber hier geht auch noch was, aber halt im Dunkeln. Stairset of Doom. War es ein bisschen eng hier. Ich hätte hier Bock, einen Tailwhip zu machen. Das wird nix. Also echt viele kleine Rampen, viele Möglichkeiten zum Grinden. Ich sehe gerade noch einen Transfer, der bestimmt möglich ist. Für Skateboard und BMX. Richtig geil.
das Teil. Wer das mit dem Skateboard fährt. Krank. Ganz früher, wo ich das erste Mal hier war, stand hier hinten in der Ecke ein riesengroßes Foampit. Die Wirt Wall da drüben, die gab es schon immer. Und jetzt ist aber seit ja schon einer ganz schön langen Zeit ist hier hinten die Mini-Rampe. Michi gehört auch mit zum Inventar, der steht da oben. Ich gehöre auch zum Inventar. Hier ist es auch wieder relativ dunkel, aber ist okay. Ist cool zum Fahren, passt. Ja. Aber wer hier früher mal war, hier war das Foampit am Start, hier in der Ecke. Da habe ich auch mal einen geilen Flip gemacht und das Fahrrad weggeschmissen. Zum Glück nicht schief gegangen, aber das waren die Zeiten, ziemlich geil. Da habe ich dann auch zum ersten Mal Michi kennengelernt und der droppt jetzt mal rein und zeigt euch die Mini-Rampe ein bisschen. Kann man über die Ecken springen, da lang, da lang. Ziemlich flowiges Ding und wir hatten hier auch mal ein Video gemacht und da haben wir die auch schon mal gezeigt. Vor 3-4 Jahren war das, glaube ich. Schick. Wir fahren hier mal komplett hin und her und spielen mal ein paar Transfers. Und in die Wirt Wall oder Wirt Rampe. Alter, größten Respekt vor allen, die mit dem BMX oder mit dem Skateboard so kranke Sachen in der Wirt machen. Macht aber schon Bock hier so links, rechts, in der ganzen Halle, überall geht das, so gut. Okay, wir droppen jetzt nochmal von hier rein, filmen mal eine Runde von außen. Von hier rein mit einem Barspin ist die Challenge und dann fahren wir einfach hier ein bisschen eine Runde hin und her, machen noch ein paar Tailtap-Tricks. Ja, Barspin, Manuals, Barspin, Tailtaps, solche Späße. Oh nein! Neben der Jumpbox ist ja noch so ein schwarzer Wallride, genau der. Und den habe ich gerade off-camera einmal gemacht. Jetzt zum ersten Mal gerade. Und der hat mich schon am Anfang angelacht. Was, ich habe es dann irgendwie vergessen, den überhaupt zu machen. Schnall nochmal die Kamera ran. Der Affen. Draußen aus, wenn es ein klein bisschen wärmer ist oder wenn es einen Kinderpunsch oder einen Glühwein gibt, kann man auch draußen verweilen bei der Kälte. War super geil, hat Spaß gemacht. Ja, ich würde sagen, die Halle hat so gut wie alles. Wenn das Foampit noch steht und ich habe gehört, es soll auch noch eine Resi gebaut werden, dann ist hier eigentlich alles da, bis auf Airbag-Landung, aber das braucht es nicht, finde ich, wenn es ein Foampit und eine Resi gibt. 4,5 war die Bewertung bei Google. Ich würde eine 4,6 geben, ein bisschen besser. Man hätte trotzdem die riesengroße Fläche, die manchmal so zwischendrin ist. Hätte ich mir gedacht, vielleicht hätte man noch irgendwo eine Jumpbox mehr unterbringen können. Aber auf der anderen Seite ist es dann so, dass man auch den Platz dann sehr zubastelt. Aber ich glaube, es hätte gepasst. Das ist so das Einzige, was ich mir überlegt habe. Aber ansonsten, damals schon immer übelst Spaß gemacht hier in Mühlhausen. Und jetzt auch noch, es ist echt ein richtig cooler Skatepark mit riesengroßer Fläche, wo man sich halt auch echt verteilen kann und wo man dann auch nicht irgendwie zu 20 auf einer Stelle fährt und man muss immer warten, bis man wieder dran ist, sondern man kommt echt viel zum Fahren. Der neue Skateplaza drüben ist richtig geil für Skater und BMXer. Also checkt's gern mal aus und Mühlhausen war auch ein Vorschlag von euch in den Kommentaren. Also lasst mich unten in den Kommentaren wissen, wo wir mal hin sollen, um mal so ein Google-Video zu filmen. Ansonsten hoffe ich, hat euch gefallen. Lasst ein Like da, abonniert den Channel, wenn ihr neu seid und ja, haut rein, bis zum nächsten Mal. Peace. Und man kann drinnen sogar Essen bestellen. Es gibt Pizza und sowas, da vorne steht sogar gerade eine. Das ist echt nochmal Pluspunkt. Da.
und nur 5 Euro Eintritt.